Leute, hier ist Fisun aus Berlin. Ja, ich war heute im Vegans einkaufen und bei Rewe und da wollte ich euch mal zeigen, was ich so eingekauft habe. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ciao! Also in dem kleinen Store, also in dem kleinen Café bei Vegans, habe ich mir nochmal diese Sushi-Box geholt. Diesmal sind es 16 Sushi. Und auch noch ein Kimchi-Salat. Darauf freue ich mich am meisten, weil es mal wieder was Neues ist. So, was habe ich bei Vegans alles Schönes gekauft? Also nochmal diese Birnen. Also die Birnen bei Vegans schmecken echt lecker. Die riechen auch so toll. Das gibt's nicht. Und diesmal sind die richtig rot. Schaut euch mal das an. Dann habe ich mir diesen Aufstrich Kichererbsen Tomate. Das ist, ja, habe ich neu entdeckt. Proteinaufstrich, hat auch nicht so viel Fett und hat halt Protein. Ist immer ganz gut, wenn man auch noch ein bisschen Krafttraining macht. So, dann habe ich hier dieses Hanf, Aufstrich auf Spinatbasis. Hat auch nicht so viel Fett, ist auch auf Proteinbasis und es schmeckt so hammer gut. Kann ich nur empfehlen, war auch heute ratzfatz leer, war die letzte Packung. Letzte Glas, was ich bekommen habe. Dann habe ich hier mir diese Buttercups geholt. Soll ich mal austesten? Das sieht so lecker aus. Ich freue mich da richtig drauf. Ist auf Erdnussbasis und halt Bitterschokolade. Dunkle, ja, Bitterschokolade. Dann habe ich mir hier, das hole ich mir auch sehr oft, das ist auch so ein Proteinriegel. Der schmeckt so gut. Der hat, ist so auf Vanillebasis, aber der ist so lecker. Sterbe dafür. Dann habe ich mir hier die Supers mal geholt. Das ist, glaube ich, so was ähnliches wie Oreo, aber Oreos hole ich nicht, weil die halt glutenhaltig sind. Und ja, darum wollte ich mal diese testen. Die sind nicht glutenhaltig. Dann habe ich mir Lucuma geholt. Das packe ich mir jeden Morgen ins Müsli ein, Esslöffel, und das hält sich ganz lange. Ist auch relativ teuer, aber es hat ganz gute Eigenschaften. Und ist auch ganz gut, wenn man in den Wechseljahren ist und so weiter oder in der Menopause. Daher ja, nehme ich das sehr oft. Und ich merke, dass es einem gut tut. Hier habe ich Datteln, Medjool-Datteln von Vegans, die sind immer yummy. Dann habe ich hier so ein Soja-Cuisine geholt, hat nur 17% Fett. Und das mache ich mir in die Nudeln rein, da freue ich mich drauf. Hier habe ich Maca-Pulver, da tue ich mir auch jeden Morgen einen Esslöffel rein ins Müsli. Den Porridge besser gesagt. Und hier habe ich vom Beda diesen Käse geholt, den gehobelten. Und weil die Beda-Sachen so gut geschmeckt haben letztes Mal, wollte ich das mal ausprobieren. Das mache ich mir erstmal in meinen Nudeln, die ich jetzt demnächst mache. Und dann mache ich das auch noch in so eine Pizza, die ich machen werde. Vielleicht filme ich das mal. So, und jetzt kommt der Rewe-Einkauf. So, bei Rewe habe ich ein bisschen mehr eingekauft. Und zwar ist das ganz schön viel. Und ich habe diesmal keine Lieferung mehr nach Hause liefern lassen, weil ich kann jetzt selber tragen. Und dann kann ich auch mal, so wie ich lustig bin, auch mal zugreifen. So, einmal habe ich diese Glasnudeln geholt. Da will ich ein bisschen vielleicht mal eine Suppe machen mit Gemüse. Und dazu habe ich die geholt. Die fehlen mir mal zu Hause. Dann habe ich hier diese Grilled Chicken geholt. Die sind von Like Meat und die sind auch nicht glutenhaltig. Das ist das Gute. Sind nicht auf diesem Weizenproteinbasis, sondern auf Soja. Ich ziehe schon eher Soja vor. Und ich hatte letztens eins so Hähnchen geholt gehabt und das hat so lecker geschmeckt. Und jetzt dachte ich mir, im Airfryer kann ich mir die hier auch ja, grillen und das werde ich auch auf jeden Fall so einen Taste-Test machen und da seid ihr dabei, nachdem ich die gegrillt habe. Das drehe ich auch noch ab und ich freue mich schon so auf die. Dann habe ich hier diese veganen Mühlenhack, das ist auch auf Sojabasis und ohne Weizenmehl und so glutenfrei.
Und da habe ich mich letztes Mal so drüber gefreut, die waren so gut gewesen. Das habe ich in meine, ja, in so eine, diese Bolognese-Soße gemacht, die auch noch, die ich abgedreht habe schon. Und das hat so gut geschmeckt, glaubt es mir, Leute. Und deshalb habe ich mir gedacht, in die neuen Nudeln kommen die schon wieder rein, weil das schmeckt so richtig gut. Wie gab das irgendwie? So, und dann habe ich mir hier Maiswaffeln geholt. Habe ich mir Gewürzgurken geholt, habe so einmal so eine Cherry-Tomaten. Dann habe ich hier das hier, dieses Alpro-Soja auf Erdbeerbasis. Da bin ich auch gespannt, das sieht so auch mal lecker aus. Dann habe ich mir hier diese Artischockenherzen, die sind immer gut für irgendwelche Salate. Dann natürlich eine Papaya, die darf nicht fehlen. So habe ich, als ich krank war, war sehr oft geholt und das hat mir so gut geschmeckt. Und dann gab es hier Heidelbeeren, die hatte ich schon lange nicht mehr, aber die waren im Angebot für 99 Cent. Und da dachte ich mir, hole ich mal zwei Stück, dann kann ich in mein Müsli das reinmachen. Ja, das war der Einkauf gewesen. Ja, und da freue ich mich schon, ganz so heute davon zu essen und es mir gut gehen zu lassen.